Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Wir werden jetzt beginnen mit unserer Serie Warum fliegt ein Modellflugzeug? Wie steuert sich ein Modellflugzeug? Über welche Achsen? Also wir machen richtig die Flugzeugkunde von Anfang an, von den ersten Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, bis wir wissen, wie ein Profil sein muss und wie man fliegen muss und wie man das alles so zusammenhängt, dass wir bis Kunstflug und auch Thermikflug vor allen Dingen dann besser ausführen können. Ich verspreche euch, ich lasse euch völlig in Ruhe mit Daniel Bernoulli aus dem 18. Jahrhundert mit seinen Formeln. Ich erkläre nur die Auswirkungen, was da passiert. Wir erklären etwas über den Widerstand, wir erklären etwas über den Auftrieb, wir erklären, wann eine Druckpunktwanderung am Profil stattfindet. Wie sind die Verlaufskurven am Profil? Wie sind Tragflächen aufgebaut? Wie reduziert man den induzierten Widerstand? Hört sich alles kompliziert an. Ihr kriegt es von mir aber so brühwarm und so einfach erklärt, damit man das auch einfach so mitnehmen kann. Wir wollen ja keine Wissenschaftler sein. Ne? Also, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin nur Diplom-Ingenieur und habe mich jetzt, weiß ich nicht, so, ich bin jetzt 50 und habe mit 10 Jahren angefangen oder 7 Jahren angefangen. Manntragend habe ich auch gemacht, über 800 Stunden alleine geflogen und parallel nur Segelflug, Modellflug gemacht und Motor-Modellflug. Ja, und jetzt erzähle ich das einfach aus der Praxis, aus beiden Mischungen, manntragend fliegen und modellfliegend, also speziell aber nur für uns als Modellflieger. So, und das nehmen wir mit und ja, und letztes Jahr habe ich sogar geschafft, in dieser OLC, RC-OLC auf den 6. Platz im Weltrang zu kommen. Das ist in diesem Jahr hoffentlich zu halten. Ich versuche, diese Platzierung in diesem Level zu halten. Es sind ja ganz tolle Piloten auch dabei, die die oberen Plätze belegen. Aber wie gesagt, aus der Erfahrung heraus, die ich habe, teile ich sie jetzt mit euch und versuche es so einfach wie möglich zu erklären, in verschiedenen Wegen und unter verschiedenen Themen, wie zum Beispiel einfach mal die Flugzeugkunde allgemein, dann die Metrologie und dann nochmal das Thermikfliegen. Die Themen wie Kunstflug, 3D-Kunstflug etc. können wir hier zwar auch theoretisch behandeln, dafür haben wir aber Profis bei uns, wie den Robin Trump und sowie auch den Bernhard Kager, die ja quasi in der Wettbewerbsszene ganz oben stehen. Dann Jetszene und so weiter und so fort, Zubehör. Das wird alles noch gemacht. Wie funktioniert eine Turbine? Da will ich versuchen, noch kompetente Leute hier ins Studio zu bekommen, mit denen wir darüber reden. Wir werden über Fernsteuertechnik auch noch erklären. Aber wie gesagt, es wird ein riesen Kompendium, es wächst langsam. Und wir beginnen jetzt eigentlich mit den Grundlagen, also die Grundlage, warum ein Flugzeug überhaupt fliegt. Tja, wie ist es denn? Wir gehen in einen Laden, holen uns ein Modell, ein Styro, Plaste und dann gehen wir raus und das Ding fliegt. Schön. Gehen wir rechts, links, fliegt das Modell rechts, links. Schön. Wir haben aber das Problem innerlich, wenn wir weiterkommen zu einem gewissen Punkt, wie kommen wir weiter? Wie können wir quasi das begreifen, wie es funktioniert? Und erstmal, wenn wir begreifen, wie es funktioniert, kommen wir weiter. Stimmt's? Und das ist das, was wir jetzt hier mit beginnen. Und dann haben wir eine richtige Kontinuität, ein Fachwissen, wie auch unser Forum. Das ist kein Chat, also kein dokumentierter Chat, sondern es ist ein Fachwissensforum, wo jeder bei uns reinschreiben kann. Also was anderes, was man normalerweise gewöhnt ist. Aber wir geben unser Wissen da preis. Aber wenn wir Fragen haben, die uns auf den Schuh drücken, dann können wir die auch dort stellen und werden auch dort beantwortet. Aber wie gesagt, das gibt das eine und auch das andere. Und insbesondere liegt mir persönlich die ganze Modell-Segelfliegerei am Herz, obwohl ich auch Kunstflug mache, Motor-Kunstflug, aber den klassischen ohne Torken und Powerrollen und was es da so alles gibt. Einfach den Segelflug so zu verstehen. Und da gehen wir noch in größere Tiefen hinein. Wenn wir das alles verstanden haben, wie zum Beispiel eine Tragfläche funktioniert, was das mit den Widerständen hat, was die einzelnen Bewegungen der Klappen mit dem Profil machen, mit den Strömungen, mit dem Widerstand, mit dem Auftrieb, Anstellwinkel. Bis wir das so ein bisschen theoretisch verstanden haben, gehen wir weiter. Wir gehen dann in den Bereich der Metrologie, also der angewandten Metrologie. Wir können dann gucken, aha, an diesen und diesen äußeren Anzeichen haben wir es in den nächsten Tagen mit toller Thermik zu tun. Oder nicht, haben wir eine Rückseite, die reingekommen ist, also nach der Kaltfront. Oder haben wir labile Luftmassen? Das werde ich auch alles fein einfach erklären, auch am Wolkenbilder. Wir haben Aufnahmen von Vögeln mitgebracht, die wir hier in Deutschland aufgenommen haben. Störche, Kraniche, dann Bussarde,
sowie auch Milane. Dann in der Südsee einige Sachen aufgenommen, Fregattvögel. In Mexiko haben wir im Urlaubwald die Horror, das ist eine Art Aasgeier, La Horror, aufgenommen, wie die in den Massen in der Thermik kreisen. Und bis hier, dann kriegen wir auch das Gefühl, wenn wir jetzt fliegen, aha, da steckt ja noch viel mehr dahinter bei dem Modell Segelfliegen. Wir haben Thermik dort und irgendwo dort. Was ich jetzt möchte ist, dass wir nicht irgendwo hinfliegen und die sogenannte Duselthermik erwischen. Hoppla, da ist ja ein Bad. Toll, ich gehe jetzt da hoch. Sondern dass wir zu 70% sicher sind, dass da hinten ein Bad ist. Und dass wir jetzt auch wissen, aha, anhand des Ganzen, was wir jetzt quasi aufbauen, kontinuierlich vom Wissen her, wie die Aerodynamik ist und so weiter und von der Mythologie, wie fliege ich jetzt optimal dahin? Fliege ich jetzt langsam durchsaufen, fliege ich schnell? Warum muss ich jetzt diese und diese Geschwindigkeit nehmen und nicht diese Geschwindigkeit, um optimal jetzt auch dort anzukommen? Nicht zu tief im Bad, ja, sondern optimal im Bad anzukommen, dort, wo ich ihn als Nächsten erwarte. Und das ist wichtig beim RC-OLC-Fliegen. Und so, da will ich es jetzt hinbringen. Das werden bestimmt mehrere Stunden Film werden, aber die also hier im Aufnahmestudio wollen wir aber ziemlich eng komprimieren. Und dann lasst uns jetzt mal beginnen.